Hallöchen und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, so Dr. Nukehard. Heute wieder mit einem Mikrowellentest. Und diesmal habe ich Mike Mitchells Cheeseburger. Tada! Ja, da sind wir auch schon beim Food Unboxing. So sieht das gute Stück aus. Mike Mitchells 2 Cheeseburger. Und hier ist ja ein Serviervorschlag. Da steht hier natürlich wieder drauf. Serviervorschlag. Ja, so wird das Ding hier angepriesen mit zerlaufenem Käse, Salat, Tomaten und natürlich einem leckeren Brötchen. Wenn wir uns das Ganze jetzt allerdings mal so angucken, ich weiß nicht, ob das was wird. Vor allem aus der Mikrowelle. Ich kann mir ja nicht so wirklich vorstellen, dass der Käse in der Mikrowelle zerlaufen wird. So, 2 Cheeseburger, gebratene Frikadellen mit Schmelzkäse in Sesambrötchen. Zubereitung, den ausgepackten Cheeseburger aufklappen und getrennt erwärmen. In der Mikrowelle bei 600 Watt 1,5 Minuten oder im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad 10 bis 12 Minuten erhitzen. Wir empfehlen die Zubereitung in der Mikrowelle. Also, die Zubereitung in der Mikrowelle wird hier extra empfohlen und deswegen werde ich das natürlich auch dementsprechend tun. Ich habe für diese 2 Cheeseburger, lasst mich lügen, 1,79 bezahlt, ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Und ja, das Ganze ist haltbar bis zum 28.11.2014. Da habe ich also noch ein bisschen Zeit. Gesamtgewicht 300 Gramm. Was ist hier alles drin? Frikadellen 53%, 80% Schweinefleisch. Zum Teil fein zerkleinert, Semmelbrösel, bla bla bla, Weizen und so weiter. Also gesund ist das auf jeden Fall nicht. Und jetzt kommen wir zum ersten kleinen Hauptteil. Wir werden mal gucken, wie so ein Cheeseburger aussieht, wenn man den mal zerlegen tut. So, hier haben wir das schöne Brötchen. Dann nehmen wir das und ja, wo sind denn die Tomaten? Wo sind die Tomaten? Natürlich steht hier Serviervorschlag drauf, aber ich sehe weder Tomaten noch Salat. So, das Ganze riecht hier richtig nach Frikadelle und hier ist nichts drauf, gar nichts. Ein trockener Cheeseburger. Tja, hätte ich das gewusst, hätte ich mir natürlich noch entsprechende Zutaten gekauft. Jetzt muss ich hier gleich auf dem trockenen Brötchen mit Frikadelle rumkauen. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal der Teil mit der Mikrowelle. Bis gleich! Tada! Willkommen zurück zum Food Testing. Der Burger war jetzt wie vorgeschrieben, ich glaube, 1,5 Minuten in der Mikrowelle bei 600 Watt. Und der Käse ist tatsächlich geschmolzen. Guckt euch das mal an. Das sieht doch auf jeden Fall schon mal viel besser aus als vorher. Und wenn man hier unterguckt und das Brötchen, der Käse ist tatsächlich komplett geschmolzen, so dass das Ganze schon viel appetitlicher aussieht. Natürlich noch lange nicht so wie auf der Verpackung angepriesen bzw. als Serviervorschlag betitelt. Ohne Salat, ohne Tomaten, ohne sonstiges Gedöns. Und ich muss leider wirklich gestehen, ich habe nichts, absolut gar nichts im Haus, im Kühlschrank, wie auch immer, womit ich diesen Burger jetzt verfeinern könnte. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das den ganzen Test irgendwie nicht gerecht werden würde. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt so probieren. Mal gucken. Ich bin ja eigentlich Fast-Food-Fan, Burger-Fan. Gehe auch gerne zu den größeren Burgerketten wie McDonald's oder Burger King. Und jetzt wollen wir mal gucken hier. Und zwar... So, ich habe hier mal abgebissen und er ist durchgehend warm, keine kalten Stellen, auch nicht im Inneren des Fleisches. Schmeckt gar nicht so schlecht. Also eine Gurke fehlt so ein bisschen Gewürzgurke, so scheibchenmäßig fehlt, finde ich. Das wäre jetzt nochmal ein toller Beigeschmack. Ansonsten, sowas wie Remo wird gar nicht benötigt oder irgendwas. Das schmeckt echt gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Also hab ich wirklich nicht mit gerechnet, dass der so gut schmeckt. Ja, kann natürlich auch daran liegen, dass es meine erste richtige Mahlzeit heute ist. Achtung, erste richtige Mahlzeit. Ne? Fast Food, dann noch aus der Mikrowelle. Wie kann man denn das Mahlzeit betiteln? Also bitte. Ja, was soll ich sagen? Außer, dass die Meerschweinchen meiner Mitbewohnerin gerade wieder Radau machen. Besonders toll für die Tonaufnahmen. Ja. So,
Ja, da kommen wir wieder zur Bewertung. Schulnotensystem gebe ich hier immer Noten von 1 bis 6. 1 sehr gut, 6 Sätzen ganz schlecht. Und bemessen Preis-Leistungs-Verhältnis, so ein bisschen abgezogen der Serviervorschlag. Es geht ein bisschen negativ mit in die Bewertung ein, finde ich immer, wenn das hier zu übertrieben hübsch und lecker angepriesen wird. Aber geschmacklich, und der Käse ist tatsächlich in der Mikrowelle geschmolzen, ich bin da immer noch total fasziniert drüber. Geschmacklich gibt das von mir eine glatte 2-. Für eine 2 reicht es nicht, weil da fehlt wirklich sowas wie so Gewürzgurkenscheibchen. Und noch besser, dazu fehlt dann wirklich noch ein bisschen mehr Käse, weil es nennt sich halt Cheeseburger. Und ein so ein Scheibchen Käse ist dann halt doch ein bisschen zu wenig, wie ich finde. Und naja, was soll ich sagen? 2-, ich denke, das wird dem Ganzen gerecht. Ich werde das jetzt aufessen und wenn ich hier fertig bin mit den Drehaufnahmen, werde ich das zweite Ding auch noch verputzen. Das war's von mir, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir wie immer eure Daumen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!